In diesem Video möchte ich einfach einmal meine Meinung zu dem Poststream sagen und vorab, ich bin extremst dagegen, aber man kann nicht immer nur sagen, ich finde die Scheiße, die Poststreams, ich finde die Scheiße, ich finde die schlecht, man sollte das auch begründen. Und deswegen werde ich jetzt hier erstmal begründen, wieso Poststreams denn so sinnlos sind. Erstmal Poststreams. Was sind das genau? Es sind einfach nur Streams, wo Leute in den Chat schreiben, Hashtag Push, Push oder keine Ahnung, Push Me oder irgendwas und dann zeigt der Streamer halt live seinem Kanal und sagt, abonniert ihn bitte alle einmal. So, aber was hat es denn für einen Hintergrund? Natürlich größer zu werden, erfolgreicher, keine Ahnung. Aber es bringt eigentlich so gut wie nichts, kann ich schon mal sagen. Die einzigen Leute, die da schauen wollen, sind Leute, die selber gepusht werden. Es gibt keinen, der sagt, also ich gehe da jetzt in so einen Stream, um viele Leute zu abonnieren, die ich dann aktiv schauen werde. Sondern werdet ihr da nie finden. Und diese Push-Streams sind nur wegen einer Sache so unnötig. Weil wenn du tatsächlich, wenn du dort gepusht wirst, was bringt es dir? Es bringt dir 50% Abonnenten, die direkt wieder deabonnieren, nachdem der Stream vorbei ist, und 50% tote Abonnenten, also Abonnenten, die nie ein Video von dir angucken werden, sondern die es nur für den Stream machen. Ja, das ist erstmal die erste Sache. Also dir selber bringt es natürlich nichts, das kannst du natürlich sagen, ja, aber wenn man mehr Abonnenten hat, dann wird es natürlich auch die Videos besser. Das ist Schwachsinn. Das ist kompletter Bullshit. Weil das Einzige, wodurch du wirklich die Aufmerksamkeit bekommst, sag ich mal, sind die Video-Views. Weil die werden dann als Recommended Videos etc. angezeigt. Das ist halt einfach so, da kannst du auch 10 Millionen Abos haben und ein Video mit 100 Aufrufen und du wirst trotzdem nicht auf jedes Video, an jedes andere Video eine Million Aufrufe haben. Weil das Ding ist, das Entscheidende ist, sind halt erstmal die aktiven Abonnenten und du bekommst dadurch einfach nur inaktive Abonnenten, die nie ein Video von dir schauen werden. Und Recommended Videos, das bedeutet, dass die Videos dir als Suchvorschlag-ähnliches angezeigt werden. Kaum einer, kaum, wenn ihr mal was sucht, euch wird kaum ein Kanal wirklich dort angezeigt oder ein Kanal, wenn ihr dort einen Kanal seht, würdet ihr kaum wirklich auf dem Kanal gehen. Also bringt es wirklich den Leuten, die gepusht sind, gar nichts außer inaktive Abonnenten. Und jetzt aber zu dem Streamer. Dem Streamer bringt es natürlich selber was, genau, Abonnenten. Aber was bringt es ihm eigentlich? Es bringt ihm auch nur inaktive Abonnenten. Aber besser gesagt halb inaktive, denn diese Abonnenten werden seine Push-Streams zwar weiter verfolgen, aber sie werden nie andere Videos gucken. Das heißt, er bekommt einfach nur irgendwelche Zuschauer, die ihn nur für seine Push-Streams gucken werden und für nichts anderes. Und deswegen finde ich diese Push-Streams einfach so extremst unnötig. Und dann immer noch diese Sache mit, ja, wenn du die Push-Streams nicht leiden magst, dann geh doch einfach weg hier. Ich meine, ja, wenn sie ja keine Argumente mehr haben. Und diese Leute checken nicht, dass man damit wirklich YouTube Deutschland zerstört. Also, jetzt mal ganz im Ernst. Also, besser gesagt, YouTube Gaming. YouTube Gaming hat gerade erst begonnen und ist jetzt schon halb im Arsch. Und das wegen diesen ganzen scheiß Push-Streams. Also, ich bin, sag ich mal, meine Meinung, komplett gegen diese Push-Streams. Sie helfen gar keinen. Immer diese Scheiße mit, ja, ich helfe kleineren Leuten, armer Arsch. Er will nur selber Abos geiern. Und ich habe ja schon gesagt, es bringt einfach nichts. Und diese Push-Streams, Leute, macht einfach nicht bei diesen Push-Streams mit. Und macht auch nicht den Fehler, wie ich gemacht habe, dass ich da reingehe und frage, was bringt ein Push-Stream? Denn damit gibt ihr ihm die Views und damit wird sein Livestream natürlich höher gerankt. Ignoriert ihr einfach komplett, geht nicht auf seinem Kanal. Lasst ihn die Push-Streams machen, aber damit unterstützt man ihn noch, indem man dann noch drauf geht und schreibt, weil dadurch bekommt er natürlich auch ein View mehr und dadurch wird er natürlich auch höher gerankt. Deswegen, wenn ihr irgendeinen Push-Typen seht oder sowas, wenn man nicht mit ihm normal reden kann, dass er einfach sagt, nee, ja, ist egal, was sie sagt, Push-Streams mache ich weiter, sie bringen mir voll was und sowas, dann wirklich geht einfach weg. Es bringt ihm nur ein View, es bringt ihm nur noch mehr Aufmerksamkeit. Und diese Push-Streams sind wirklich der größte Scheiß, den ich je gesehen habe. Und ich hoffe, dass die irgendwie in irgendeiner Hinsicht mal abgeschafft werden, dass Leute zur Vernunft kommen oder dass YouTube dagegen eine Sperre reinrichtet oder das in den AGBs verändert, dass man sowas wie Push-Streams, keine Ahnung, es werden es eh nicht verbieten, aber dass Leute wirklich mal zur Besinnung kommen, dass diese Push-Streams rein gar nichts bringen. Sie bringen niemanden was.